Die Königsstädten Luang Prabang und Siem Reap. Autor Seltsam Genzi. Der Autor Herr Seltsam Genzi war erst kürzlich in den Königsstädten Luang Prabang und Siem Reap und diese sind unterschiedlich spektakulär. Der Morgen hat noch nicht richtig begonnen, und es regnet schon wieder wie aus Kübeln. Es ist Monsunzeit in Luang Prabang im Norden von Laos. Obwohl die Laternen in der Hauptstraße der Kleinstadt nur wenig Licht spenden, kann man die buddhistischen Mönche mit ihren orangefarbenen Kutten schon von weitem gut ausmachen. Wie ein Wurm schlängelt sich der Tross durch die Straße. Zeri-Mönche, möglicherweise 20 oder gar 30, einer hinter dem anderen. Ich komme nicht mehr nach mit dem Zählen, höre bei 100 auf. Die Mönche haben Schirme aufgespannt, sind barfuß unterwegs. Sonst tragen sie rustikale Sandalen. Allmorgendlich findet diese Prozession statt, mit welcher die Bewohner der fünf buddhistischen Klöster des Ortes ihr Essen erbitten. Dafür tragen sie große Behälter mit Henkeln am Arm. Das Essen spendieren die Anwohner, aber auch viele der Fremden, die sich das an Mekong und Khan River gelegene Städtchen ansehen. Die Auswärtigen werden in der Regel angelockt von den schmucken Kolonialbauten und den historischen Tempeln aus der Ära der Liangshan-Dynastie. An diesem Morgen stehen trotz Regens jede Menge Leute am Straßenrand. Sie gehen auf die Mönche zu, legen ihnen die mehr oder weniger üppigen Spezereien in die Blechtöpfe. Manche knien dabei nieder, so auch Piada. Die junge Frau stammt aus Bangkok, ist modern gekleidet und spendiert Lokalisches, das sie am Vorabend auf dem hiesigen Markt gekauft hat. Dafür gibt es extra Stände. Dort kochten und brieten Frauen Reis, Nudeln, Gemüse, Hühnchen und Fisch, fertigten daraus kleine Portionen und packten sie in Blätter ein, damit sie sich gut auf die diversen Töpfe der Mönche verteilen lassen, erklärt Piada. Und damit die Mönche sich nicht wie Bettler fühlen, kniet man, erklärt Piada. So wolle es der Glaube. Die Karawane der Mönche ist nur eine der Attraktionen in Luang Prabang. Ebenso Anziehungspunkt sind die alten Steinhäuser, die sich um die Hauptstraße konzentrieren. Sie verfügen meist über zwei Etagen und Fensterläden aus rotbraunem Tropenholz. Ihre Treppen und Veranden sind ebenfalls aus edlem Holz, deren Geländer von Hand gedrechselt, alles Relikte aus der Zeit von 1893 bis 1953, als Laos französische Kolonie war. Vieles blieb gut erhalten, weil der Ort so weit ab vom Schuss der kommunistischen Säuberungen war, erzählt Guide Koe in gutem Englisch. Das gilt gerade auch für die vielen buddhistischen Tempel mit ihren geschwungenen Dächern, für die Luang Prabang berühmt ist. Hier taucht der Besucher in eine andere Welt ein. 66 historische Tempel zählt das Städtchen mit seinen 30.000 Einwohnern. Seit Jahrhunderten ist der Ort das Zentrum des laotischen Buddhismus. Daher auch die vielen Mönche und Novizen. Ihre Tempel wurden lange vor dem Eindringen der Franzosen von den laotischen Königen errichtet. Sie lugen überall zwischen den Kolonialbauten und den traditionellen Laoshäusern, die oft auf Stelzen stehen, hinter Bäumen und Mauern hervor. Das alles zusammen schafft das besondere Ambiente im alten Teil von Luang Prabang, den Mekong und Namkhan wie eine Halbinsel umschließen. Diese spannende Fusion von Kolonialstil und Laos-Tradition hat die UNESCO 1995 veranlasst, den Komplex als Weltkulturerbe auszuzeichnen. Seither helfen internationale Fördergelder beim Erhalt der Schätze. Und seitdem kommen mehr und mehr Touristen, die Devisen mitbringen. Die kann das 5,5 Millionen Einwohner zählende arme Land gut gebrauchen. Luang Prabang hält inzwischen eine relativ gute Infrastruktur für Touristen vor, die nicht mit dem Rucksack reisen. Etliche Häuser beherbergen Cafés, auch mit Internetservice, und kleine Shops, die feine Seiden- oder handgeschöpftes Papier feilbieten. Es gibt einfache Gasthaus, mit und ohne Klimaanlage. In einem der Kolonialhäuser der örtlichen Hauptstraße ist das Restaurant Tree Elephants untergebracht. Köstlich sein Fischcurry, Lunch kostet rund 7 Dollar, Dinner rund 8 Dollar, was für laotische Verhältnisse teuer ist. Gleich gegenüber liegt die Villa Santi,
Einst Nebenhaus der Königsfamilie, jetzt Boutiquenhotel mit 25 Zimmern. Und nur ein paar Schritte weiter befindet sich der Wat Xian Tong, der nicht nur als prächtigster Buddha-Tempel vor Ort, sondern in ganz Laos gilt. Er stammt aus dem Jahre 1560, besteht aus mehreren kleinen Gebäuden, von denen eines komplett vergoldet ist. Die Tempelschätze der Khmer. Szenenwechsel: Siem Reap liegt mitten in Kambodscha. Das Land ist Laos direkter Nachbar im Südwesten. Das Städtchen mit seinen 85.000 Einwohnern verbreitet nicht ganz so viel Charme, obschon wie Luang Prabang einst Zentrum der französischen Kolonialherren. Siem Reap weist allerdings einige 5-Sterne-Herbergen vor. Kein Wunder, befinden sich doch nicht weit vom Zentrum die Tempelgiganten von Angkor. Doch was für ein Unterschied zu den Buddha-Kultstätten. Die Wats in Angkor sind steinerne Riesen und stammen aus der Hochkultur der alten Khmer vom 11. bis zum 15. Jahrhundert. Die UNESCO nahm Angkor 1992 als Weltkulturerbe auf und unterstützt seither die für den Archäologiepark zuständige Apsara Isorati durch internationale Archäologenteams. Jetzt kommt neu das Angkor Nationalmuseum hinzu. Dabei hatte sich Kambodscha für Jahrzehnte von der Zivilisation verabschiedet. Erst litt das Land als direkter Nachbar massiv unter dem Vietnamkrieg, danach stand es unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer mit Pol Pot an der Spitze und versank im Bürgerkrieg. Parallel zum Niedergang der Sowjetunion kehrte im kleinen Königreich schließlich wieder Ruhe ein. Die Tempelschätze der alten Khmer liegen keine 10 Kilometer vom Ort entfernt. Angkor Wat heißt der Star. Was für ein Koloss, dramatisch seine Seele hohete, wenn man direkt davor steht. Der Gigant verfügt über 4 hohe Türme und einen weiteren, noch höheren in der Mitte. Alle 5 sind reich verziert, wie auch das Innere üppig mit Ornamenten versehen ist. Überall haben die künstlerisch begabten Khmer filigrane Ornamente in den Stein getrieben. Angkor Wat ist der größte sakrale Steinbau der Welt, wurde in 37 Jahren aus Lava und Sandstein sowie Holz erbaut und ist von allen Tempeln hier auch am besten erhalten, erklärt Guide Naren. Der Tempel entstand im 12. Jahrhundert als ein Ort von Spiritualität und Symbolik und wirkt nach wie vor mystisch geheimnisvoll. Angkor Wat ist nur ein Teil des Angkor Archaeological Parks. Auf dem riesigen Areal befindet sich noch eine Vielzahl unentdeckter Bauten. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Der Dschungel hat wieder viel von dem Land überdeckt, das ihm einst für die Kultstätten abgerangen worden war. Schon einmal waren die Bauten der Khmer Hochkultur teilweise wieder entdeckt worden, von Henri Mohnhat um 1850. Es folgten zahlreiche französische Aktivitäten, um sie auszugraben, bis das Land schließlich ins Chaos fiel. Wieder ziemlich freigelegt sind die gewaltigen Überreste des Bayon mit seinem Gewirr aus Treppen, schmalen Korridoren und Durchgängen. Von jedem seiner 54 Türme lächelt geheimnisvoll das steinerne Antlitz der Gottheit Avalokiteshvara herab. Besonders beeindruckend ist der Tafrom. Hier drängen maßige Wurzeln durchs Gestein, krallen sich um Wände mit schmückenden Reliefs, viele Meter hohe Bäume ragen aus den Ruinen empor. Mittendrin haben Buddha-Jünger kleine Altäre für ihre Glaubensausübung aufgebaut. Die Altäre schmücken Bänder, wie in Luang Prabang so dominiert auch hier die Farbe Orange.